Schönen Dienstagabend Ihnen allen. Herzlich willkommen bei Ron. Schwimmen lernen ist wichtig, teilweise sogar lebenswichtig. Am Freitag können Sie bzw. die Kinder das Seepferdchen unter anderem machen. Dazu mehr heute in der Sendung, Tina. Wir berichten über die Wohnungsnot, unter anderem in Landau. Da ist zum Verzweifeln, wenn man dort eine Wohnung sucht und dabei stehen dort hunderte Wohnungen leer. Jetzt soll dort eine Steuer auf leerstehende Wohnungen die Wohnungsnot lindern. Ob das funktionieren kann und wie es da läuft, berichten wir. Außerdem haben wir eine tolle Ferienaktion in Rheinland-Pfalz im Programm für Familien, denen das Geld für Urlaub sonst oft fehlt. Und wir stellen Ihnen den neuen Star bei den TSG Hoffenheim Frauen vor. Und außerdem zeigen wir Ihnen, wie es bei der Weinwette unserer Reporterin Anna läuft. Also wieder viel im Programm. Bleiben Sie dran. Manche von Ihnen sind ja Selbstvermieter, alle anderen stellen sich jetzt einfach mal folgendes Szenario vor. Sie haben eine Wohnung und die lassen Sie aus welchen Gründen auch immer leer stehen. Ist ja Ihr gutes Recht, denken Sie. Falsch, sagt zumindest die Stadt Landau. Die möchte nämlich eine Leerstandssteuer einführen, um Wohnungen an den Mann zu bringen, denn es herrscht dort eine große Wohnungsnot. Entsprechend gibt es natürlich auch schon Reaktionen. Liam Gutknecht und Lydia gleich mit der ganzen Geschichte. Dieses tolle Kuppelding, rechts das Haus und rechts steht alles leer. Das ist alles leer. Man mag es in einer so schönen und attraktiven Stadt wie Landau kaum glauben. Eine Wohnung nach der anderen ist hier unbewohnt. Eine Tatsache, die auch Oberbürgermeister Dominik Geisler fassungslos macht. Wir machen eine Riesenkraftanstrengung im Moment, um bezahlbaren Wohnraum für Familien, junge Familien, für Studentinnen und Studenten zu schaffen. Und dann merke ich, dass wir eigentlich bis zu 2000 Bürgerinnen und Bürger in Wohnungen unterbringen könnten, wenn die leerstehenden Wohnungen auf dem Markt wären. Was sie aber nicht sind. Eine sogenannte Leerstandssteuer soll hier Abhilfe schaffen. Wenn also ein Vermieter eine leerstehende Wohnung hat, soll diese besteuert werden. Das sei vergleichbar mit einer Kfz- oder Hundesteuer. Noch ist die Steuer Zukunftsmusik. Landau wäre dann aber deutschlandweit die erste Stadt mit einem solchen Modell. Das käme bei einigen Bürgern gut an. Ja, ich denke, das wäre ein richtiger Ansatz, denn gerade in den Industrieregionen oder sowas haben wir eh ein Problem mit bezahlbarem Mietraum. Wenn ich eine Immobilie leerstehe habe, und dann müsste ich eigentlich auch Steuer zahlen. Vermieter wie Beate Streitel hinterfragen den Sinn einer solchen Steuer. Solange es Wohnungsnot gibt, sollte man auch die Vermieter dazu motivieren, ihre Wohnung zu vermieten. Nur ist das Ganze natürlich nicht ganz so einfach. Also das ist dann auch schon zu hinterfragen, ob das wirklich dann letztlich so ein Mittel ist, was so greift, wie es greifen soll. Ne? Oder ob das nicht mehr Verärgerung auslöst. Aber wie wird überhaupt kontrolliert, wer aus welchem Grund eine leerstehende Wohnung besitzt? Oberbürgermeister Geisler holt sich Inspiration aus Österreich und Kanada. Hier ist die Leerstandssteuer ein effektives Mittel gegen die Wohnungsnot. Zur Umsetzung der Steuer bedarf es einer Zweckentfremdungsverbotssatzung. Einer was? Das ist nichts anderes, als auf gesetzlicher Grundlage eine Satzung zu erlassen, dass ich überhaupt mal erkunden darf und nachfragen darf, wer wo wie was leerstehen hat. Das rheinland-pfälzische Finanz- und Bauministerium hat ein ganzes Paket von Maßnahmen zusammengestellt, um der Wohnungsnot auf vielfältige Weise zu begegnen. Über Kooperationsvereinbarungen mit den Kommunen möchte das Land weitere Wohnbauprojekte fördern. Die Projekte müssen eine Sozialquote von mindestens 25% aufweisen, was zu mehr bezahlbaren Wohnraum landesweit beiträgt. Auch über die Baulandbereitstellung erhalten die Kommunen Unterstützung, um mehr Wohnraum vor Ort zu schaffen. Wie hoch die Leerstandssteuer ausfallen würde und ob sie überhaupt umgesetzt wird, ist noch völlig offen. Wenn es nach Oberbürgermeister Geisler ginge, würde sie bereits Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres in die Wege geleitet werden. Dann könnte das tolle Kuppelding, das Haus daneben und viele weitere Gebäude schon bald wieder bewohnt sein. Ja, da ist noch einiges im Konjunktiv, aber Issa Czasz ist Fachanwältin für Miet- und Wohneigentumsrecht. Ich kann da ein bisschen mehr Klarheit schaffen. Schön, dass Sie da sind. Wie bewerten Sie denn eine solche Leerstandssteuer oder die Möglichkeit einer solchen Leerstandssteuer?
Rechtlich gesehen ist es natürlich möglich. Da kommen natürlich viele Fragezeichen. Ja, ich bin doch Eigentümer, ich kann eigentlich mit meinem Grund und Boden machen, was ich will. Ja, aber die Gemeinden dürfen natürlich auch sehr viel. Also theoretisch wäre so etwas möglich. Ob das dann den gewünschten Effekt hat, den die Gemeinde hier anvisieren möchte, muss man eben sehen. Weil es wäre, wie auch schon im Beitrag angesehen, die erste Gemeinde in Deutschland, die so etwas überhaupt realisieren würde. Also muss es eben verfolgen, ob das wirklich den Lenkungseffekt erreicht. Ja gut, das ist dann natürlich schwierig, weil wir haben eben noch nicht die Erfahrungswerte dann hierzulande. Welche Motivationen haben denn Vermieter, um zu sagen, deshalb lasse ich jetzt gerade meine Wohnung leer stehen? Man kann keinen pauschalen Grund irgendwie nennen. Es ist sehr, sehr vielfältig. Es gibt zum Beispiel die Kleinen, die eben sagen, wir streiten uns, wir sind eine Erbengemeinschaft, wir wissen nicht, was mit dem Gebäude passiert, wir wissen nicht, ob es vielleicht ein Erbe übernimmt oder ob es verkauft werden soll, und dann ist eben ein langjähriger Streit anvisiert und dann steht es eben leer. Oder es gibt eben die Erben, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie ein Gebäude besitzen und die erstmal ausfindig gemacht werden müssen. Mhm. Und da gibt es natürlich die klassischen Kapitalanleger, die einfach Geld bunkern möchten oder sagen, wir möchten eben etwas Rendite ziehen und uns ist es egal, ob es jetzt leer steht oder nicht. Wir können es auch jahrelang so stehen lassen. Uns geht es einfach nur darum, dass wir die Immobilie haben und vielleicht auch in ein paar Jahren aus Spekulation heraus einfach mehr Gewinn machen möchten mit einem Verkauf, weil derzeit die Verkaufsbereitschaft oder auch der Kaufpreis, der erzielt wird, einfach zu gering ist. Ja gut, weil die Zinsen auch relativ hoch sind. Genau. Und deshalb sagen die Leute dann eher, okay, möchte ich jetzt noch nicht verkaufen, sondern vielleicht noch eher warten. Das ist natürlich aber dann auch der große Blick in die Glaskugel, den sie, glaube ich, auch nicht haben. Wann gibt es da wieder Entspannung? Das wissen wir alle nicht. Wir müssen einfach schauen, wie es sich weiterentwickelt. Was wäre denn Ihr Ansatz, wenn Sie da auch ein, zwei Wünsche frei hätten, um mehr Entspannung auf dem doch recht angespannten Wohnungsmarkt zu schaffen? Also ganz großer Ansatz, den ich immer wieder in meiner täglichen Praxis erlebe, ist einfach, dass die Baubehörden einfach effektiver werden und wirklich mehr genehmigen. Es liegt nicht daran, dass die beteiligten Unternehmen nicht investieren wollen und bauen wollen, sondern der Hemmblock ist wirklich das Bauamt, die teilweise mehrere Jahre braucht, bis eine Baugenehmigung überhaupt verwirklicht werden kann. Das ist alles zu bürokratisch. Sehr bürokratisch, wirklich. Also das hatte ich gerade heute auch in einer Beratung, wo über 2 Jahre schon auf eine Baugenehmigung gewartet wird für ein Mehrfamilienhaus. Es wird einfach nichts gemacht. Es fehlen die Mitarbeiter, es fehlen die Kapazitäten. Dann traut man sich nicht, etwas zu genehmigen, weil man Angst hat, dass es vielleicht wieder angegriffen wird, dass es vielleicht auch nicht reinpasst. Es muss einfach mehr getraut werden und einfach mehr von den Projekten her öffentlich-rechtlich einfach genehmigt werden. Also sprich, statt einer Leerstandssteuer für die Stadt Landau doch etwas mehr Genehmigung schaffen in Richtung Bau. Wobei ich jetzt auch nicht ganz genau weiß, wie sind da die Bauvorhaben? Ja, genau. Aber zumindest mal mehr Mitarbeiter irgendwie, mehr Personal schaffen und da effektiver werden. Und weniger Bürokratie, das wäre schon mal sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. Ja, nicht nur in dem Lebensbereich. Ja. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen und Einordnen. So, und wir blicken gleich auf die Sommerwette. Das haben wir später für Sie in der Sendung. Da stellen sich ja 3 unserer RON-Reporterinnen ihre ganz persönlichen Herausforderungen in diesem Sommer. Vorher gibt es aber natürlich unter anderem noch weitere Nachrichten aus der Metropolregion. Und die fassen heute für Sie Emilio Nigrelli und Johanna Schärdl zusammen. Urlaub geschenkt. Mehr als 80 kinderreiche Familien und Alleinerziehende aus Rheinland-Pfalz mit geringem Einkommen machen in diesem Jahr Urlaub, der vom Land gefördert wird. Die Familienferien-Sommeraktion bietet Familien eine unbeschwerte gemeinsame Zeit, die sich dieses sonst nicht hätten leisten können, sagte Familienministerin Binz heute bei der Vorstellung der Aktion. Das Land finanziert diese mit rund 600.000 Euro. Rheinland-Pfälzische Familienferienstätten und Jugendherbergen stellen die Plätze für die Familien zur Verfügung. Neue Bewohner. Heute ziehen die ersten suchtkranken Straftäter in den sogenannten Faulen Pelz in Heidelberg ein. Dafür wurde die ehemalige Justizvollzugsanstalt für rund 11 Millionen Euro renoviert. Die Stadt Heidelberg wollte die Unterbringung der Häftlinge verhindern. Nun darf das Land den Faulen Pelz für zunächst 24 Monate nutzen. Die Straftäter erhalten bei ihrem Maßregelvollzug keinen Ausgang aus dem Areal. Wohnen werden sie in rund 10 Quadratmeter großen Zellen. Auszeichnung für Blühflächen. In Schriesheim hat Staatssekretärin Elke Zimmer heute die Goldene Wildbiene verliehen. Der Preis zeichnet unter anderem die umgestalteten Verkehrsinseln aus, die nun einen idealen Lebensraum für Wildbienen und weitere Insekten bieten. Wir haben oft eine bebaute Umgebung, eine strukturarme Umgebung und deswegen keine Lebensräume mehr für unsere Insekten. Und deswegen sind die Blühflächen so wichtig, Blühflächen, wie sich jetzt eben der Rhein-Neckar-Kreis auch hier wieder neu angelegt hat. Die Auszeichnung in Form einer goldenen Tafel wird neben Schriesheim auch an Hemsbach und Rauenberg verliehen. Neben dem Preis stellt das Verkehrsministerium den Gewinnerkommunen auch Materialien für ihre Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung.
Die Frauenfußball-Weltmeisterschaft ist seit dem Wochenende Geschichte. Die hat aber ordentlich die Werbetrommel für den Sport gerührt. Gut, mal jetzt vom Abschneiden der Deutschen ganz abgesehen. Entsprechend dauert es noch ein bisschen, bis der Ligabetrieb hierzulande wieder startet. Aber die Vereine sind in den Vorbereitungen. So auch die TSG Hoffenheim. Mit dabei ein prominenter Neuzugang. Michel Teuke und Max Fischer stellen den vor. Europameisterin, Olympiasiegerin und zweifache deutsche Meisterin. Mit Leonie Meyer hat die TSG eine erfolgreiche und erfahrene Spielerin verpflichtet. Nach Stationen in England wollte die Außenverteidigerin wieder zurück in die Bundesliga. Für mich war es aber einfach Zeit, nach 4 Jahren auch wieder in der Nähe zur Heimat zu sein. Und ja, mit Hoffenheim hatte ich einfach auch super positive Gespräche. Die haben eine sehr junge, ambitionierte Mannschaft, die auch das Potenzial hat, oben mitzumischen. Ganz oben in der Bundesliga-Tabelle kennt sich Meyer aus. Mit dem FC Bayern München hat sie 2 nationale Titel gewonnen. Zuvor spielte sie für Bad Neuenahr in der höchsten deutschen Spielklasse. Der Trainer der TSG Hoffenheim schätzt vor allem das fußballerische Gesamtpaket des Neuzugangs. Sie kann sowohl mit dem rechten als auch mit dem linken Fuß agieren, ist technisch da sehr, sehr gut ausgebildet, kann Lösungen unter Druck finden. Dann eben aufgrund auch ihrer Erfahrung hat sie ein gutes Gespür für die Situation, gutes Stellungsspiel, auch grundsätzlich eine gute Übersicht. Sie kann flexibel eingesetzt werden, rechts wie links, hat aber auch schon teilweise mal im Zentrum agiert. In den Spielen ist Meyer jedoch auf den Flügelpositionen der TSG eingeplant. Neben dem Spielfeld soll sie dann aber auch im Zentrum stehen und eine Führungsrolle im jungen Hoffenheimer Team einnehmen. Natürlich erwarten wir auch von ihr, dass sie diese Qualität und diese Erfahrung, die sie gesammelt hat, auch auf dem Platz für sich auf den Platz bringt. Aber ich glaube, dass gerade die jungen Spielerinnen schon auch zu ihr hochschauen können, was sie erreicht hat, was sie erlebt hat. Ich glaube, da können andere noch von träumen und dass sie da schon so ein bisschen eine Vorbildrolle einnehmen kann. Für Meyer ist das eine Aufgabe, die sie aus ihren vorherigen Vereinen und auch der Nationalmannschaft kennt. Die Länderspielkarriere hat sie aber Anfang des Jahres beendet, unter anderem, um sich mehr auf ihren Verein konzentrieren zu können. Und mit ihren erst 30 Jahren hat sie in Hoffenheim jetzt auch eine ganz besondere Rolle. Ich als Oma jetzt, ich bin das erste Mal die Älteste in der Mannschaft, das hatte ich auch noch nie davor gehabt. Freue mich einfach mit den Jungen da zusammenzuarbeiten und meine Erfahrung mit einzubringen und dann am Ende so erfolgreich wie möglich mit dem Team zu sein. Ein konkretes Ziel haben die Hoffenheimerinnen für die neue Saison noch nicht ausgerufen. Klar ist aber, Leonie Meyer soll mit ihrer Erfahrung zu einem erfolgreichen Abschneiden in der neuen Spielzeit beitragen. Ja, da ist ordentlich Schwitzen angesagt bei denen auf dem Fußballplatz. Bei diesen Temperaturen, egal ob man da jetzt sportlich aktiv ist oder nicht, da wünscht man sich doch unter anderem gerne mal den Sprung ins abkühlende Wasser. Wichtig ist allerdings auch dabei, dass man schwimmen kann. Wir haben das früher beim Kinderschwimmen gelernt, also quasi alle irgendwie aus dem Jahrgang. Aber immer weniger Kinder lernen schwimmen. Das zeigt eine Studie der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft Anfang des Jahres. Denn demnach hat sich die Anzahl der Nichtschwimmer im Grundschulalter seit 2017 verdoppelt. Und um dem entgegenzuwirken, bieten die Stadtwerke Heidelberg in ihren Bädern Schwimmkurse an und am kommenden Freitag dann auch die Abnahme von Seepferdchen, den Schwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold. Maike Carstens ist die Geschäftsführerin Stadtwerke Heidelberg Bäder und dann auch mit dabei. Sicherlich am Freitag, wer kann denn da kommen und sagen, da lasse ich mich jetzt überprüfen und das Seepferdchen abnehmen? Ja, also es kann wirklich jeder kommen. Es ist ein offenes Angebot, man muss sich auch nicht vorher anmelden. Wir machen das am Freitag zwischen 11 und 15 Uhr. Das heißt, einfach ins Bad kommen, Badeintritt bezahlen und dann kann man sich spontan entscheiden, möchte das Kind, möchte man selbst das Abzeichen ablegen, einmal melden bei uns am Beckenrand und beim nächsten freien Slot kann man dann die Prüfung ablegen. Das ist ja eigentlich schon wirklich frappierend, wenn man da sieht, was die DLRG sagt. Seit 2017 hat sich die Anzahl der nicht schwimmenden Grundschüler verdoppelt. Da wollen Sie auch entgegenwirken. Wie haben Sie das in den vergangenen Jahren geschafft? Ja, also man muss vielleicht kurz ausholen. Wir legen sehr großen Wert darauf, dass Kinder und Jugendliche sich einfach sicher im Wasser bewegen können. Wir haben während der Corona-Jahre, vor allen Dingen im Jahr 2020, ja lange schließen müssen, unsere Bäder. Und da gibt es natürlich einen Rückstau. Viele Kinder konnten dort nicht schwimmen lernen. Die Wartelisten sind voll in den Schwimmkursen. Und das hat uns natürlich auch so auf den Nägeln gebrannt, dass wir gesagt haben, sobald wir wieder öffnen konnten, haben wir zusätzliche Schwimmkurse angeboten mit unseren Kooperationspartnern zusammen,
Crashkurse in den Ferien, um gerade auch die Kinder, die noch gar nicht schwimmen können, zu erreichen, dass sie wenigstens die Grundbegriffe haben, sich halbwegs über Wasser halten können. Das war unser Schwerpunkt. Wenn Sie sagen, Ihnen ist wichtig, dass die Kinder schwimmen können, ist das dann schon mit dem Seepferdchen, was ja das erste Brevet ist, das man kriegen kann, getan? Das ist tatsächlich noch nicht der Fall. Also das Seepferdchen ist ein ganz tolles Motivationsabzeichen, was Kinder wirklich auch machen können, wenn sie schon ein bisschen schwimmen können. Aber das heißt noch nicht, dass sie danach sichere Schwimmer sind. Also möchte ich wirklich auch noch mal betonen. Man muss Kinder, auch wenn sie das Seepferdchen haben, immer noch eng beaufsichtigen beim Schwimmen. Man kann sie also noch nicht von der Leine lassen und freischwimmen lassen. Damit noch mehr Kinder auch das Schwimmen lernen, was ist denn dann Ihr persönlicher Wunsch bzw. Ihr Ansatz, um das auch in der Zukunft zu gewährleisten? Das ist eine Aufgabe, die wir alle zusammen stemmen müssen. Das können nicht nur die Schwimmlehrer, das können nicht nur die Vereine, das können nicht nur wir als Bäderbetreiber. Da sind natürlich auch die Eltern gefragt. Ganz viel ist schon gewonnen, wenn Kinder früh an Wasser gewöhnt werden. Wenn Eltern selbst schwimmen gehen, wenn Eltern Spaß am Schwimmen haben und das ihren Kindern vorleben. Weil dann wollen die Kinder auch schwimmen lernen. Das geschieht ganz ohne Druck und ganz spielerisch immer noch am besten. Und da am Ball bleiben und immer wieder sich erkundigen, was gibt es für Möglichkeiten, dann auch Kurse zu machen, um die Technik zu lernen, da kommt man dann schon sehr, sehr weit an der Stelle. Das ist dann umso schöner, wenn man sich dann auch wirklich sicher im Wasser bewegen kann. Maike Carstens, vielen herzlichen Dank und toi, toi, toi. Entsprechend natürlich auch für den Freitag, dass entsprechend viele Kinder kommen und sich prüfen lassen, testen lassen. Wie sagt man? Schwimmzeichen abnehmen lassen. Ihre Prüfung ablegen, genau. Habe ich früher auch gemacht, habe auch das Seepferdchen gehabt und damit war dann auch noch nicht das Ende der ganzen Geschichte erreicht. Ist auch noch nicht das Ende der Sendung heute. Wir machen eine kurze Pause und dann sind wir mit Songverhörern zurück. So nach dem Motto, Anneliese Popel nicht. Hä? Genau. Da sind wir zurück bei Ron. Sommerferien gleich Entspannung? Na, stimmt nicht ganz diese Gleichung für unsere drei Reporterinnen, denn die haben gewettet, dass sie bis zum Ende der Ferien das eine oder andere schaffen. Anna Schwarzer zum Beispiel sagt, sie packt es, 5 aus 6 Weißweinen zu erkennen. Das ist eine Wette, die allerdings auch mit viel Ausrufezeichen versehen ist. Hier ist ihr Stand der Dinge. Die Mission vom Nichtskönner zum Weinkenner läuft auf Hochtouren. Und es gibt Hoffnung. Mit viel Übung könnte ich meine Sommerwette sogar gewinnen. Aber bevor es an das Erschmecken der Weinsorten geht, gibt es bei meiner Wette noch etwas, das nicht vergessen werden darf. Für einige Menschen kann zu viel Alkohol zu einem echten Problem in ihrem Leben werden. Mir ist es ein wichtiges Anliegen mit dieser Sommerwette, Alkoholismus in keiner Form zu verharmlosen. Und deshalb treffe ich mich jetzt mit einer Expertin, die mich über die Risiken von Alkohol aufklärt. Beate Dörflinger ist die Leiterin der Suchtberatung der Caritas und Diakonie in Mannheim. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützt sie abhängige und suchtgefährdete Menschen. Ab wann kann man sagen, Alkoholkonsum kann bedenklich sein oder ist bedenklich? Alkoholkonsum wird dann bedenklich, wenn es negative Auswirkungen gibt, wenn insbesondere Hobbys nicht mehr nachgegangen wird zugunsten des Alkoholkonsums, wenn Gedanken kreisen um die Beschaffung von Alkoholkonsum, wenn die Wirkung auch bei erhöhter Konsummenge ausbleibt. Laut Bundesministerium für Gesundheit haben fast 8 Millionen Menschen in Deutschland einen gesundheitlich riskanten Alkoholkonsum. Rund 9 Millionen Menschen haben sogar ein Alkoholproblem. Die Krux ist, Alkohol ist eine Kulturdroge, gesellschaftlich akzeptiert und zu jeder Zeit frei verfügbar. Für Suchterkrankte ist es deshalb schwierig, der Versuchung im Alltag aus dem Weg zu gehen. Was sind das denn auch für Menschen, die vielleicht von einer Suchterkrankung betroffen sein können? Ja. Wer kommt zu Ihnen? Okay, also zu uns in die Beratungsstelle, es ist der Querschnitt der Gesellschaft. Es sind die unterschiedlichsten Bildungsstandards, die wir hier antreffen in der Beratungsstelle. Das zeigt einmal mehr, das kann wirklich jeden betreffen. Es kann jeden betreffen. In meiner Wette geht es zudem nicht um das bloße Weintrinken, sondern vielmehr um den Geschmackssinn und wie ich diesen trainieren kann. Auf der Suche nach hilfreichen Tipps treffe ich den Hals-Nasen-Ohren-Arzt Dr. Frank Riedel. Er soll mir aus medizinischer Sicht bei meiner Sommerwette helfen. Da habe ich mich in der Vorbereitung vor allen Dingen gefragt, wie funktioniert denn dieser Geschmackssinn überhaupt? Wie viele Geschmacksknospen müssen da zusammenspielen? Genau, also Sie müssen unterscheiden, Geschmack ist wirklich nur auf der Zunge, also im Mund, und hat eigentlich nur sauer, salzig, bitter und süß.
also eigentlich nur vier Komponenten und alles andere, auch um ihren Wein zu erschmecken, findet in der Nase statt, im Riechepithel. Aha, der Riechkolben also. Beim Schmecken steigen feine Moleküle über den Rachen in die Nase. Dort erreichen sie die Riechschleimhaut und bringen so das volle Geschmackserlebnis. Dr. Riedel schaut direkt mal nach, ob in meiner Schleimhaut, dem Riechepithel, alles in Ordnung ist. Du mich erschrecken? Mhm. Bisschen unangenehm. Nein, ein bisschen kalt. Ja. Aber das sieht gut aus. Also da steht dem Geruchstraining nichts im Weg. Super. Da bin ich sehr erleichtert. Das ist natürlich für mich wichtig. Ich muss ja lernen, meinen Geschmackssinn zu trainieren. Haben Sie vielleicht noch zum Schluss irgendwelche Tipps und Tricks? Was kann ich machen, um meinen Geschmackssinn zu trainieren? Also tatsächlich ist das Üben, Üben. Und Sie können sich natürlich einzelne Komponenten, die eben typisch sind für die verschiedenen Weine, rauspicken und an denen immer wieder riechen, sich die Augen verbinden und verschiedene dieser Stoffe täglich erriechen, mehrmals, um eben so einfach ein Gespür und ein Gefühl für diese Komponenten zu erhalten. Und auch ich habe jetzt eine Komponente mehr, um meinem Ziel etwas näher zu kommen. Denn Übung macht ja bekanntlich den Meister. Jawohl, da bleiben wir natürlich auch am Ball bei den Sommerwetten. Jetzt kümmern wir uns um unter anderem Agathe Bauer. Ja, wer ist das nochmal? Schwägerin? Nee, wenn Sie eine Nachbarin haben, die genauso heißt, ja, schöner Zufall. Es geht um Songverhöre, also dass man einen Text hört, der eigentlich so gar nicht da ist. Und es kann hochunterhaltsam sein, wie momentan einige TikToker zeigen, das entsprechend darstellen. Unsere Reporterin Lea Ortmann ist den Songtexten nachgegangen. Mit vielen falsch verstandenen Songs im Gepäck will ich jetzt wissen, sehen oder besser gesagt, hören Sie das genauso? Los geht es mit Go On Move von Real to Real. Ich stehe irgendwie so Mucke, Mucke. Wuppe Buddy Goldie. Bitte was? Wuppe Buddy Goldie. Ja, also da kannst du mich spucken, meine Cola. Wirklich nah dran, denn die TikTok-Community versteht. Weiter geht es mit einem absoluten Party-Hit, eigentlich italienisch. Ganz krank österreichisch. Ich bin Song, ich bin Song. Der Long, der Long. Ja, das war. Okay, ich habe verstanden, ich gehe saufen, was geht ab? Sehr gut, aber viele hören tatsächlich was ganz anderes. Ja, ich esse so gern Nutella. Als nächstes Emma Wong von Nico Evans. Ich hab da, das ist aber viel oder so verstanden, genau, oder? Genau, das hören ganz viele. Ja, das ist aber viel. Auch in Sean Pauls Get Busy wird einiges verstanden, nur nicht der richtige Text. Ja, mit dem Arsch, Rebecca. Mit dem Arsch, Rebecca? Hab ich gehört. Sehr gut, hat noch keiner gehört. Also, das ist offensichtlich interpretationsfähig. Ja. Anscheinend genauso viel Interpretationsfreiraum bietet dieses Lied. Okay, ich habe nur einen Part anders verstanden, wenn Gott ist in Köln. Oder wie die TikToker sagen, so, nun aber genug verhört. Aber lustig, ja, eine Auflockerung im Alltag. Genau. Tschüss. Für mich der Bringer, dass Elton John auch singt, der Chiemsee weggebombt. Also finden Sie vielleicht auch noch raus, hier sind noch die Wetteraussichten. Einsteigen und wohlfühlen. Der Skoda Enyaq Coupé. Die Autowelt Ebert präsentiert Ihnen das Wetter. Bevor sich der Sommer zum Ende der Woche verabschiedet, gibt er nochmal alles. So können wir uns am Mittwoch nach Auflösung von Nebel erneut auf viel Sonne und bestes Badewetter freuen. Wenn überhaupt, sind meist nur ein paar harmlose Wolken unterwegs. Dazu erreichen die Temperaturen weiterhin schwülheiße 32 Grad. Selbst im Odenwald und im Pfälzerwald kratzen wir an der 30-Grad-Marke. Ähnlich schön beginnt der Donnerstag. Ab dem Nachmittag kommen von Westen aber schon mehr Wolken mit ersten Schauern und Gewittern. Am Freitag breiten die sich weiter aus. Teilweise können die auch heftiger ausfallen. Das Wochenende beginnt ebenfalls durchwachsen, teils gewittrig und nicht mehr so heiß. Ein Ebert, ein Wort. Markenvielfalt für die Region.
Die Autowelt Ebert präsentierte Ihnen das Wetter. Ach ja, wir haben uns heute auch schon königlich amüsiert, als es um die ganzen Songverhörer geht. Was ist dein Liebling? Mein Liebling ist, ich habe immer verstanden, es tobt der Hamster vor meinem Fenster. Statt der Hasster. Der Hasster, ja, der Hamster. Ich habe immer gedacht, dieser Hamster wieder da. Und gestern hatte ich natürlich auch einen super Verhörer. Ach so. Ja, ja. Ah. Ich habe ja mit Olli, wenn Sie uns gestern zugesehen haben, noch gemaßregelt, weil er sagte irgendwie ein schönes Mäh, ein Schaf. Und ich sagte, das war doch eine Ziege. Weil wir hatten es ja die ganze Zeit von Ziegen in dem Beitrag, die zwei Jungen aus dem Bösenpark. Und ich habe bei Mäh an eine Ziege gedacht und nicht an ein Schaf. War mein Verhörer. Du warst die ganze Zeit im Beitrag bei den Ziegen entsprechend. Ich hatte es halt gesehen. Also ich wollte nur aufklären, ja. Olli hatte natürlich vollkommen recht. Irgendwie hatten wir beide recht. So. Was man bei Songs ja nicht unbedingt hat. Can You Feel the Love Tonight? Also, weil ich es eben gesagt hatte, wenn Sie es nachhören wollen, von Elton John, da singt er irgendwas mit dem Chiemsee. Wegballern. Okay. Du musst, wir sind morgen wieder für Sie da. Du musst besoffen bestellen, richtig. Tschüss.